Auch die Voltigierer sind am Start, bei der Pferd International München. Hier geht es immerhin um die erste Sichtung zur deutschen Meisterschaft. Man muss es ja erstmal am Boden umsetzen können, was man dann eben am Pferd umsetzt. Und es ist eben nicht immer so leicht, weil das Pferd ja eine Galoppade hat und das dann oben alles so gespannt. Und gut zu turnen wie am Boden ist halt eben schwierig und eben das, der Zusammenhalt einfach. In München sind alle mit dabei und sorgen für super Stimmung. Weil die Zuschauer so viel höher sitzen und es ist schön dekoriert. Die Halle ist ganz anders da gebaut wie die, sage ich mal, gewöhnlichen Hallen, die man kennt. Es ist schon ein Highlight, auch dass man weiß, dass draußen noch andere Dressurreiter sind, Springreiter und so weiter und so fort und dass man da eigentlich mitmachen darf. Am Ende gibt es natürlich strahlende Sieger in Einzel- und Mannschaftswertungen. Das bedeutet uns auf jeden Fall viel, weil es ja die erste Sichtung für die Deutsche ist. Und ja, wir sind ziemlich glücklich, dass wir es jetzt gewonnen haben. Voltigieren ist eben ein ganz besonderer Teamsport. Die Harmonie mit dem Pferd, wie das mit Groß und Klein funktioniert, alle zusammen. Und Ausdruck mit den Anzügen und wie man sich einfach präsentiert, es macht Spaß.